wir kochen ja gleich. So, ich bin heute auf Fünen unterwegs, ein Tag auf Fünen. Ich freue mich da schon richtig drauf. Eine fantastische Insel, die wahnsinnig grün ist, unheimlich vielfältig ist. Ja, das ist natürlich klasse, wenn man so nah am Wasser ist. Ne? Ist super. Ja. Ich bin mal gespannt, was für Produkte das wir da holen können. Denn diese Insel, die hat wirklich diesen Reiz, ganz viel aus der Natur zu holen, ganz viel aus der Natur zu kriegen. It's easy because it's go out here, we just go out and pick them every day. Okay. Sag mal, unser Ansinnen in der Spitzengastronomie ist ja, dass wir Produkte kriegen, die eine Identität haben, die unschlagbar frisch sind. Das ist Kapuzinerkresse, oder? Ja, yeah, wie heißt das? Ja, Talakenschmecker. Talakenschmecker. Und die dann auf kurzem Wege in die Küche kommen, damit Kreativität auch zubereitet werden. Und auf Fünen kann man eine ganze Menge finden. Ich bin ja heute dann bei John im Sördebo Kro und dann später auch bei Per im Fasle Kro. Herzlich willkommen in Fasle Kro. Ja. Auf Fünen. Ich glaube, die machen eine ganz unterschiedliche Küche. Ich bin gespannt, was wir draus machen. Wir werden ein bisschen in der Natur unterwegs sein. Klar, bei der Fülle, die wir hier gerade um uns drum herum haben. We're going in the garden first to pick up some apples and some herbs and so on. Ja, klasse. Good. Dann schauen wir mal, was die da draus machen. Und ich glaube, dieser Austausch, der ist unheimlich wichtig. Und dass wir zusammen dann auch weiterentwickeln, was man machen kann. Ja, super frisch. Ja. Ideen sind immer gut. Today we are going to make crayfish, fresh water crayfish from the basin. And here from Fünen? We have it in the lake, fresh water lake. Okay. So it's very nice. And then we have to have the lovely apples. Okay. One for you. That's all from here? Yeah, it's from our trees, you know. Sieht aus wie ein klarer Apfel. Ja, ist gut. Yeah, sehr it is. Und das machst du ins Wasser rein? Yeah, okay. And you can use the kundil for many things. You can use it for fish, meat, whatever. Mit so, Öl, das ist typisch Dänisch, oder? Ja, yeah, ja. Yeah. Komm rein. Let's go. It's very easy to make food here in Denmark, right? Eh? Yeah. If you have the ingredients, it's always easy. Yeah? Wenn du die besten Produkte hast, dann musst du wenig kochen. Yeah, yeah. Es ist einfach, aber es schmeckt so, vor allem mit den Äpfeln. Ja. Hätte ich nicht gedacht, aber die sind nicht so sauer, no, aber auch nicht zu süß. Sehr gut. Thank you. Ja. Gut, Johannes. Okay. Kochen wir. Ja. Gut. Was machen wir? Mit dem Steinbutt, den wir vorher geholt haben? Ja. Okay. Gerade geholt. Okay. Machen wir kleine Koteletts. Ist es so sehr typisch für das, was du hier machst, oder? Ja, das ist ganz typisch, weil wir kochen sehr regional, also mit regionalen Produkten wie Fisch und Gemüse. Ja. Da steht wie eine 1, Karottenkraut, ja. Hammer. Haben Sie mal so ein Karottenkraut gesehen? Unglaublich. Ja, okay. Also alles eigentlich. Alles eigentlich sehr naturbelassen. Ne? Ja, aber so schmeckt es am besten. Ja, zack. Steinbutt-Kotelett, fantastisch. Voilà. Klasse. Ja. Ich komme wieder nach Fünen. Danke. Ein fantastischer Tag hier auf Fünen. Nicht nur, weil das Wetter so toll ist, sondern weil ich wirklich Landschaft gesehen habe, Landschaft erlebt habe, die sehr, sehr unterschiedlich ist, die voll ist, die prall ist, Natur pur. Und dann auch Menschen, die fantastische Gastgeber sind, aus ihrem nahen Umfeld Produkte holen. Fünen, da kann man wirklich wahnsinnig viel rausschöpfen, direkt aus der Natur oder eben auch aus dem Garten oder eben auch dann vom Hafen, vom Wasser, was wir ja fast drumherum überall haben.
tolle Fische, die noch sehr, sehr gut zubereitet. Alles, was man hier ernten und pflücken kann. Ja, gutes Handwerk umgesetzt, dann ist es für einen Gast ein purer Genuss. Für mich war es auch eine tolle Inspiration, nicht nur der Landschaft wegen, sondern auch der Produktkenntnisse wegen. Und ich komme garantiert wieder, versprochen.